Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Was ist das Allerheiligste? Das Allerheiligste ist der heiligste Raum im Tempel, da wo die Bundeslade stand, da wo der hohe Priester nur einmal im Jahr hineingehen durfte. Das ist das Allerheiligste. Zweite Frage, was sehen wir heute in der Welt? Was ist in der Welt los? Herrscht da noch die Sünde oder herrscht sie nicht? Herrscht noch Aufruhr gegen Gott oder herrscht kein Aufruhr gegen Gott? Ich glaube, wir müssen leider feststellen, dass die Welt im Moment noch so aussieht, dass Aufruhr gegen Gott natürlich herrscht, vorherrscht. Ja, und dass die Welt in einem sehr beklagenswerten Zustand ist und auch immer mehr wird. Das mal vorausgeschickt, möchte ich mit euch gerne Daniel 9, 24 lesen, weil ich glaube, dass das noch offen ist. Das würde ich gerne noch behandeln mit euch und kurz mir, und dass wir uns das kurz anschauen, würde ich mir wünschen. Daniel 9, 24, da steht, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über deine heilige Stadt, sagt der Engel zu Daniel in Daniel 9. So wird dem Übertreten gewährt und die Sünde abgetan und die Missetat versöhnt und eine ewige Gerechtigkeit gebracht und die Gesichter und Weissagung versiegelt und ein Hochheiliges gesalbt werden. So steht in meiner Lutherbibel von 1912. In der neuen evangelistischen Übersetzung heißt der letzte Absatz, oder ich lese mal den ganzen Vers, 70 Jahrwochen müssen für dein Volk und die heilige Stadt vergehen, bis der Aufruhr gegen Gott zum Abschluss gebracht, die Macht der Sünde gebrochen und die Schuld gesühnt ist, bis eine ewige Gerechtigkeit herbeigeführt und die Prophetie endgültig bestätigt und der Höchstheilige gesalbt ist. Da ist dieses Kodesh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in Daniel 9, das Heiligste des Heiligen, das Allerheiligste, wird hier übersetzt mit der Höchstheilige, bis der Höchstheilige gesalbt ist. Und dann noch einmal Elberfelder von 1871. Ich habe da keine jüngere Elberfelder-Übersetzung auf meinem PC gehabt. Ich habe das hier kopiert. Ich lese die mal vor. Da steht, 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Die Frage, die immer wieder gestellt wird von einigen in den Kommentaren, ist folgende: Ist die 70. Jahrwoche nicht schon geschehen? Ist die nicht direkt im Anschluss an die 69. Jahrwoche, die man ja zur Zeit des Opfertodes Jesu Christi sieht und versteht, was ich nicht tue, hat die sich da direkt angeschlossen dran? Und ich glaube, dass diese Verse hier uns helfen, das zu verstehen, dass sich diese letzte Jahrwoche dann nicht angeschlossen hat. Denn in dieser letzten Jahrwoche ist es ja auch so, dass ein kommender Fürst einen Bund mit den vielen schließt. Und aus dem Zusammenhang in Daniel sieht man, dass dieser kommende Fürst der endzeitliche Antiochos Epiphanes ist. Und dass der einen Bund mit den vielen eingeht. Also nicht mit Israel, sondern mit den vielen, mit diesem abgespaltenen nördlichen Teil Israels. Das hat bisher noch nicht stattgefunden. Ja, viele sagen ja, die Römer haben einen Bund gemacht mit Israel in der Zeit. Aber da ist nichts von berichtet. Und das ist historisch auch nicht der Fall. Das ist eigentlich so der erste Grund, den ich mal anführen wollte, bezüglich dieser 70. Jahrwoche und der Frage, ob sie noch zukünftig ist oder ob sie schon gewesen ist. Hier steht, dass dem Übertreten gewährt wird, die Sünde abgetan wird, die Missetat versöhnt wird und die ewige Gerechtigkeit gebracht wird und die Gesichter und Weissagung versiegelt und ein Hochheiliges gesalbt werden. Wenn die 70. Jahrwoche schon gewesen ist, dann müssten alle diese Punkte eingetreten sein. Alle. Nicht nur Teile davon, sondern alle, weil das ist für das Ende oder für die Zeit nach der 70. Jahrwoche verheißen. Nach meiner Sicht beginnt nach der 70. Jahrwoche das tausendjährige Friedensreich Jesu Christi.
Das schauen wir uns auch nochmal im separaten Clip auch nochmal an, wie das dann da formuliert wird, auch speziell in Jesaja. Aber dann wird das Friedensreich Christi antreten und dann wird eine Zeit anbrechen, die herrlich ist und voller Gerechtigkeit, voller Frieden unter der Herrschaft Jesu Christi hier auf Erden. Die Gemeinde Jesu ist dann entrückt. Die Gemeinde Jesu hat dann ihre eigene Priesterschaft übernommen und herrscht mit Christus 1000 Jahre. Ja, sind Priester und Könige, ja, so wie Christus auch in der Zeit. Der Engel spricht von 70 Wochen, 70 Wochen von Jahren, 490 Jahre, und teilt die in drei Abschnitte. Ein Abschnitt von 7 Wochen, ein Abschnitt von 62 Wochen und diese letzte 70. Jahrwoche, die davon abgetrennt ist. Warum? Weil da die Gemeindezeit eingeschoben ist. Ja, die Israelsgeschichte ist unterbrochen worden, die ist abgelöst worden von der Zeit der Gemeinde Jesu. Und wenn die Gemeinde entrückt ist, dann beginnt diese Israelsgeschichte wieder zu laufen. Und dann wird Gott mit diesem Volk Israel sein tausendjähriges Friedensreich aufrichten unter dem ewigen König David, ja, unter dem Sohn Davids, unter der Herrschaft Jesu Christi. Schauen wir uns die Punkte mal an. Es sind insgesamt 6 Punkte. Viele sagen, dass eine ewige Gerechtigkeit gebracht wird und deuten das auf die Gerechtigkeit Jesu Christi und dass die ja seit Jesu Golgatha-Tod für alle gilt, die glauben, und dass das deswegen eingetreten wäre. Das ist richtig. Ja. In diesem Zusammenhang hier müssen wir uns aber ins Alte Testament gedanklich versetzen. Wir dürfen diese Stellen nicht aus dem Blickpunkt der neutestamentlichen Gemeinde verstehen, sondern wir müssen uns ins Alte Testament portieren, wo es um Königreiche geht. Denn das Buch Daniel ist ein politisches Buch. Da geht es nicht um Kirchen und um Gemeinden, sondern da geht es um Weltreiche. Und zum Schluss geht es um das Weltreich Jesu Christi. Und kurz bevor das kommt, geht es um das Weltreich des Antichristen. Das ist ein politisches Buch. Da spricht ein Engel Gottes mit einem Politiker, mit einem Staatsmann, nämlich mit dem Daniel. Ja? Und der sagt, wenn diese 70 Wochen um sind, die bestimmt sind über Daniels Volk und über dessen heilige Stadt, über Jerusalem, dann wird dem Übertreten gewährt. Da haben wir eben gesagt, dieses Übertreten, das sehen wir allenthalben in der Welt. Das ist sehr offensichtlich. Aber der Engel hat gesagt, wenn die 70 Jahrwochen vorbei sind, wird dem Übertreten gewährt. Die Sünde wird abgetan, die Missetat wird versöhnt. Die Elberfelder sagt, die Übertretung wird zum Abschluss gebracht, der Sünde wird ein Ende gemacht und die Ungerechtigkeit wird gesühnt. Dieses Übertreten und die Sünde, von der der Engel hier spricht, die sehen wir aber noch in der Welt. Wenn Jesus Christus gekommen ist und sein Reich aufgebaut hat, dann wird dem Übertreten gewährt. Dann wird die Sünde abgetan, dann wird die beendet. Dann wird die Missetat versöhnt. Auch die Missetat Israels wird versöhnt allein im Blut Jesu Christi. Hier ist die Rede von dem tausendjährigen Friedensreich Jesu Christi. Und auch im tausendjährigen Friedensreich gibt es nur eine Möglichkeit für die Versöhnung. Das ist das Blut Jesu Christi. Das ist sein Opfertod auf Golgatha. Ja, und dem wird gedacht im tausendjährigen Friedensreich, wenn dann wieder ein Tempel aufgebaut werden wird durch Opfer. Da werden nicht mehr alle Opfer gebracht aus dem Alten Testament, sondern nur noch eine bestimmte Auswahl. Aber dann wird es wieder einen Tempel geben, der in Hesekiel beschrieben ist, der so groß ist, dass er nicht ins heutige Jerusalem passt. Ja, der ist viel zu groß dafür. Da müssen geologische Veränderungen im Nahen Osten stattfinden in Israel, damit dieser Tempel überhaupt errichtet werden kann. Deswegen planen die Juden, wenn sie jetzt einen Tempel dort planen, diesen sogenannten dritten Tempel, auch nicht den Hesekiel-Tempel, weil der gar nicht auf den Tempelberg passt. Ja, das ist einfach zu groß dafür. Deswegen müssen sie einen herodianischen Tempel bauen. Herodes war ein Edomiter, der war überhaupt nicht aus Israel. Ja? Also das ist auch eine seltsame Sache, die da unten planen. Aber gut, die Menschen tun viele Dinge mit Gott und auch ohne Gott. Dieser Tempel, der von Israel dort geplant wird, ist nicht der Tempel Gottes. Denn Gott will nicht, dass die Juden einen Tempel bauen, sondern Gott will, dass die Juden an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Ja. Wenn diese 70 Jahrwochen um sind, wird dem Übertreten gewährt, die Sünde wird abgetan, die Missetat wird versöhnt. Und die ewige Gerechtigkeit wird gebracht. Welche denn? Die Gerechtigkeit im Opfertod Jesu Christi,
in dem Opfer, was Gott gebracht hat auf Golgatha, das wird dann auch Israel gebracht. Ja, das wird dann auch dem irdischen Volk Gottes gebracht, das im tausendjährigen Reich sein Volk ist. Dann wird ihm auch diese ewige Gerechtigkeit Christi gebracht werden. Der fünfte Punkt, den finde ich hochinteressant, weil da steht, nach diesen 70 Wochen werden die Gesichte und Weissagungen versiegelt. Oder in der neuen evangelistischen Übersetzung steht, wird die Prophetie endgültig bestätigt. Oder die Mengebibel übersetzt, um das Gesicht und den Ausspruch des Propheten zu bestätigen. Und die Elberfelder Übersetzung, die sagt hier, Gesicht und Propheten zu versiegeln, zu beenden, zum Abschluss zu bringen, zur Vollendung zu bringen. Das würde bedeuten, dass nach der 70. Jahrwoche alle Weissagungen, die in der Bibel sind, zu einem Vollmaß gebracht werden und erfüllt sein werden. Dass Gesichte und Weissagungen versiegelt werden. Das Problem ist allerdings, dass in der Offenbarung von Gesichten und von Weissagungen berichtet wird. Und die Offenbarung erst 90 nach Christus geschrieben wurde. Also wenn man sagt, die 70. Jahrwoche ist schon geschehen, die hat sich an die ersten 69 Jahrwochen angeschlossen zur Zeit Jesu, dann muss man die Offenbarung verwerfen. Dann darf man nicht mehr in der Offenbarung lesen. Dann müsste man die Offenbarung auch aus dem Kanon, aus dem biblischen Kanon streichen, weil sich ja schon alle Gesichter und Weissagungen erfüllt haben und versiegelt sind und zum Vollmaß gebracht worden sind. Warum geht dann Johannes her und schreibt 50 Jahre später noch die Offenbarung, die voller Gesichte ist und voller Weissagung? Also müsste man die Offenbarung aus dem Kanon löschen. Dann müsste man aber auch alle Paulusbriefe löschen. Denn Paulus schreibt in seinen Briefen 25 Mal vom Prophezeien, vom Weissagen. Dann müsste man also auch die Paulusbriefe aus der Bibel streichen. Also hat man nicht mehr die Paulusbriefe, man hat nicht mehr die Offenbarung. Und ich bin überzeugt, dass in den anderen Briefen auch noch da und dort von Weissagung und von Prophetie zu lesen ist. Das heißt, man kann mehr oder weniger das ganze Neue Testament aus dem Kanon streichen. Das passt nicht zusammen. Die 70. Jahrwoche ist von den ersten Jahrwochen getrennt und wird diese Abschlussbegebenheit, diese abschließenden Ereignisse einläuten und die werden dann stattfinden in der 70. Jahrwoche, wenn das Ende der Gemeindezeit eingetreten ist, wenn Israel wieder da ist und wenn diese Gemeindelinien mit Israel übereinander laufen und sich dann da verschränken, dann wird die letzte 70. Jahrwoche anbrechen, dann wird ein endzeitlicher Antiochos Epiphanes kommen, der wird einen Bund machen für 7 Wochen, 7 Jahrwochen, 7 Jahre, sorry, eine Jahrwoche für 7 Jahre. Und der wird diesen Bund mit den vielen schließen. Und am Ende dieser Jahrwoche kommt Jesus Christus wieder. Am Ende dieser Jahrwoche kommt dann auch diese Schlacht oder diese Begebenheit von Harmageddon und die Schlacht um Jerusalem. Und dann wird Gott sein Friedensreich aufrichten. Ja, dann wird eine ewige Gerechtigkeit gebracht im Blut Jesu Christi. Dann wird die Sünde abgetan, dann wird dem Übertreten gewährt in Israel und auf der Welt, auf der ganzen Welt, weil Jesus Christus sein Friedensreich aufrichtet. Und dann wird auch ein Hochheiliges gesalbt werden. Dieses Hochheilige, dieses Kodesh, ja, dieses Allerheiligste, das ist das Allerheiligste, wenn der Hesekiel-Tempel wieder gebaut, errichtet und geweiht wird. Dann wird das Allerheiligste wieder geweiht werden. Ja? Die neue evangelistische Übersetzung, die hat diesen bestimmten Artikel hier eingefügt. Der Höchstheilige wird gesalbt. Deswegen geht man dort davon aus, dass damit Jesus Christus gemeint ist, dass Jesus Christus gesalbt wird. Aber das macht keinen Sinn. Und ich glaube, es ist gut, wie Luther übersetzt, ein Hochheiliges wird gesalbt werden. Oder auch wie die Elberfelder Bibel übersetzt, ein Allerheiligstes wird gesalbt. Das bezieht sich auf den Tempel, der dann in Israel errichtet wird, der vierte Tempel ist. Ja, der erste, der war von Salomo, der zweite war von Zerubabel. Der dritte Tempel ist die Gemeinde Jesu Christi und der vierte Tempel ist der Tempel, der im Hesekiel beschrieben ist. Und der wird im tausendjährigen Reich dann auch wieder gesalbt werden. Da wird ein Hochheiliges gesalbt werden oder, wie die Elberfelder sagt, ein Allerheiligstes gesalbt werden. Wenn man diese Punkte alle zusammennimmt und das aus der Perspektive versteht, die uns das Alte Testament vorgibt, dann kommt man nicht umhin,
davon Abstand zu nehmen, zu glauben, dass die 70. Jahrwoche schon gewesen sei. Das macht keinen Sinn. Man müsste große Teile des Neuen Testaments einfach streichen. Man müsste zumindest Paulus und die Offenbarung aus dem Neuen Testament löschen. Und man müsste eigentlich eine andere Welt vorfinden. Ja, man müsste eine Welt vorfinden, die voller Frieden ist und voller Gerechtigkeit. Und das tun wir nicht. Ja, das ist nicht der Fall. Das ist schade, aber das ist einfach Lebenswirklichkeit. Und das ist etwas, was wir vor Augen sehen können. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass die 70. Jahrwoche erst noch kommt. Es gibt auch weitere Gründe noch dafür. Allein schon die Tatsache, dass ja der Engel diese 70 Jahrwochen in drei Abschnitte unterteilt. Einmal in 7 Wochen, einmal in 62 Wochen und dann noch in eine letzte 70. Jahrwoche. Das hat ja seinen Grund, warum der Engel das tut. Ja? Sonst hätte er ja auch sagen, hätte er bei den 70 Wochen bleiben können. Aber er sagt ja von dem Ausgang des Wortes, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis auf einen Fürsten, einen Gesalbten, sind es 7 Wochen und 62 Wochen und dann wird Jerusalem wieder gebaut sein, wiewohl in kümmerlicher Zeit, in kummervoller Zeit. Und dann spricht er etwas weiter hinten dann davon, dass der kommende Fürst einen Bund schließen wird mit den vielen eine Woche lang. Da sieht man schon, dass diese 70 Jahrwochen in drei verschiedene Abschnitte unterteilt sind. Die ersten beiden beziehen sich auf Kyros, nach 7 Wochen auf Antiochus Epiphanes, nach 62 Wochen. Und die letzte 70. Jahrwoche ist davon abgetrennt und wird in der Endzeit in Erfüllung gehen und wird kommen. Ja? Deswegen wissen wir ja auch einiges über das, was in dieser letzten 70. Jahrwoche abläuft, die auch an anderer Stelle ja beschrieben ist. Zum Beispiel Offenbarung 13 steht auch wieder von 42 Wochen, von 1260 Tagen. Da sieht man, dass da eine Struktur beschrieben wird oder eine zeitliche Befristung beschrieben wird, die sich auf 7 Jahre oder 3,5 Jahre jeweils bezieht. Das hat Johannes 90 nach Christus geschrieben. Vorher kann es also nicht gewesen sein, es wird nachher sein und durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hat man das nicht gesehen, aber in der Endzeit wird das kommen. Das wollte ich euch nur kurz weitergeben. Ich meine, das wäre noch offen gewesen, bin ich ganz sicher. Vielleicht könnt ihr das nochmal nachlesen. Ihr müsst diese Verse Daniel 9, 27 aus dem Kontext verstehen, der in Daniel 9 aufgemacht wird. Ja, das darf man nicht einfach in die Gemeindezeit übertragen und auf uns anwenden. Es geht sowieso nicht immer um uns oder um mich. Wir haben sehr oft eine sehr egozentrische Haltung als Christen. Es geht um Gottes große Geschichte in Christus. Daran dürfen wir teilhaben. Aber Kern, Zentrum, Ziel, Telos ist Jesus Christus. Und bin nicht ich und seid nicht ihr, sondern ist Gott in Christus. Er hat eine große Geschichte vor, die bringt er zu Ende, das wird kommen. Und das ist eine große Hoffnung für uns, dass Gott kommt, sein Reich aufrichtet, mehr aber noch, dass wir entrückt werden, bei ihm sein werden, alle Zeit und ihn sehen werden, wie er ist. Das ist die Berufung der Gemeinde Jesu. Die ist eine andere als die Israels Geschichte. Israel war Gottes irdisches Volk. Die Gemeinde ist Gottes Himmelsvolk und Israel wird wieder Gottes irdisches Volk sein im tausendjährigen Reich. Bis auf die Juden, die sich zu Jesus Christus bekehren, die gehören auch zu seiner Gemeinde, so wie der Herr verheißen hat. So in aller Kürze, ich wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.